Moin Leute, ich bin's mal wieder, euer Scarhead. Mal wieder draußen und mal wieder, endlich mal wieder draußen. Ihr kennt es ja mittlerweile jedes Mal. Ich fange eigentlich jedes meiner Autovideos mit diesem Satz an. Hintergrund habe ich schon oft genug erzählt. Ich wohne in einer Großstadt und um hier in so ein schönes Naturparadies zu kommen, muss ich leider immer mit dem Auto fahren. Das ist zeitlich schwer einzuplanen und ja, aber ich habe es endlich wieder geschafft. Und ich dachte, wenn ich dann schon mal schaffe, endlich wieder rauszugehen, nehme ich euch mal mit. Heute sind wir ein bisschen auf unbekanntem Terrain unterwegs. Und zwar sind wir hier in der Nähe vom Steinhuder Meer quasi, das ist so da hinten durch. Aber keine Angst, es wird hier keine Ozeanexpedition. Geplant ist zumindest am Seewald lang zu laufen. Mir wurde da von dem lieben Johannes, der mir diese Gegend hier empfohlen hat, Wälder wie in Schweden versprochen. Birkenwälder, Moorwald. Mal schauen, ob wir das alles finden. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wo wir hier sind. Ich habe kein Navi außer das Handy. Und mal gucken. Vielleicht sind wir auch lost in the woods. Und ich würde sagen, auf geht's. So, meine Freunde, hier haben wir aus Starship Trooper den Mutterbug, aka Mistkäfer. So, wie ihr sehen könnt, sind wir hier auf einem 10 Millionen Kilometer langen Weg unterwegs. Wir sind quasi direkt auf dem Weg zum Moor, aber müssen erst noch hier noch ein bisschen durch die Zivilisation durch. Wie ihr seht, ich öle auch wie sonst was, weil wir verbrutzeln hier gerade ganz schön in der Sonne. Aber unser Ziel ist jetzt erstmal so eine schöne Aussichtsplattform und ich würde sagen, von da aus melden wir uns dann gleich nochmal wieder. Wir müssen uns beeilen, hier ist Mückenland. Ja, wir haben jetzt den Turm erreicht. Das Problem ist leider, wie ihr im Hintergrund schon sehen könnt, er ist sehr überfüllt mit Menschen, mit Telefernlesern, weil man hier sehr einen schönen Ausblick hat über das Steinhuder Meer. Ich würde sagen, wir gehen woanders hin. Bis hierhin reicht der Eins aus Wasser vom Steinhuder Meer. Ihr seht auf der Karte, wie weit wir ja noch entfernt sind vom Steinhuder Meer. Und ja, die Verlagerung des Sees wächst quasi immer in die andere Richtung. Das heißt, es verwiest, oder wie man das nennt. Das heißt, hier wird alles immer mehr zum Moor. Und ja, früher haben die Einheimischen hier in diesem Kanal, der da hinten fließt, Torf transportiert direkt nach Steinhude. Und das vor knapp über 100 Jahren. Aber ich würde sagen, wir müssen schon wieder weiter, weil wir sind immer noch im Mückenland. So, dadurch, dass wir die Pause nicht am Turm machen konnten, machen wir sie jetzt hier mitten am Weg irgendwo. Und unbezahlte Werbung! Yippie! Weiter! Nur weiter gibt mir die Kraft und Ausdauer, die ich brauche. So, wir kämpfen uns gerade ein wenig durchs Unterholz. Es ist sehr, sehr müßig, weil, wie ihr sehen könnt, es ist sehr bewachsen und der Boden, wie ihr gerade bei der Kamerafahrt gesehen habt, ist sehr, sehr unwegsam. Ich würde sagen, wir kämpfen uns mal weiter vor und hoffen, dass wir bald mal ein bisschen lichteres Feld sehen. Vielleicht auch mal mein Zelt mal aufbauen können. Alles klar, kommt mit. Ja, wir machen jetzt ein kleines Päuschen. Wir haben uns gerade anderthalb Stunden durch das Unterholz hier gekämpft. Wie ihr sehen könnt, so wie es hier hinter mir aussieht und so sah es hier überall aus. Also man kann keine 2 Meter gehen, ohne sich hier durch das Unterholz zu klöppeln. Und ja,
Wir machen das jetzt wieder zurück. Wir wollten eigentlich bis zum Stein oder Meer durch uns durchkämpfen, aber gefühlt kommen wir nicht von der Stelle und wir müssen den ganzen Scheißweg auch wieder zurück. Ne? Das ist ja das Problem. Das heißt, ja, es geht wieder zurück. Zelt aufbauen ist hier absolut nirgendwo möglich. Müssen wir schauen, ob wir irgendwo ja, am Ende des Moores vielleicht irgendwo mal eine schöne Position finden. Ja, ansonsten euch Botaniker, hier, was sind das hier für Grasballen? Wisst ihr das zufällig? Ich frage mich das gerade die ganze Zeit, wo ich hier die ganze Zeit drauf rumlaufe, was ich hier quasi die ganze Zeit kaputt latsche mit meinen Panzerschuhen. Ja, schreibt mir das ruhig mal in die Kommentare, falls ihr das wisst. Die Moor-Experten unter euch sind gefragt. Und ja, der nächste Düsenflieger kommt und wir machen uns jetzt wieder auf den Weg. Irgendwie müssen wir hier auch wieder rauskommen. Ah! Ich hatte ja gerade eben gefragt, was das hier ist. Ne? Ich habe jetzt mal, hier gibt es einen so einen Kollegen, der so richtig schön raussticht hier. Und habe mir das mal ein bisschen angeguckt. Also für mich sieht das nach Torf aus. Ja. Was sagt ihr dazu? Ach, wie ihr seht, das bezieht sich langsam. Ich wusste nicht, dass Regen angesagt ist. Eigentlich hätte ich gesagt, es wäre, sollte diesen schönen Sonnenschein bleiben wie den ganzen Tag über schon. Jetzt müssen wir zusehen, dass wir hier wieder rauskommen. Unbeschadet. Ich würde sagen, nicht lang schnacken und weiter geht's. Hier nur bei diesen kleinen Kräutern bin ich mir immer so ein bisschen unsicher. Das ist eigentlich immer so das Gebiet, wo sich mal gerne so eine Kreuzotter versteckt. Ah. Hilft ja nichts. Nachdem wir dem Mückenland nach mühevoller, qualvoller Arbeit entrinnen sind, das Gewitter da zum Glück seitlich an uns vorbeizieht, sind wir jetzt hier quasi im anderen Teil des Moores angelangt, der eher ein bisschen waldiger ist, wie ihr sehen könnt hier. Der Boden ist aber auch trotzdem nicht sehr standhaft. Das heißt, hier fällt schon mal gerne ein Bäumlein um. Mal gucken, wie es so weitergeht. Wir suchen immer noch einen Zeltplatz. Also kein Zeltplatz, sondern einen Platz, wo wir unser Zelt aufbauen können. Aber ich kann schon nicht mehr. Ich werde zu alt für sowas. Hey. So, endlich haben wir mal einen Platz gefunden, wo wir mal das Zelt aufbauen können. Und ich würde sagen, ich baue es mal auf und dann sehen wir uns gleich wieder. So, das Zelt steht, die Isomatte ist ausgerollt. Warum? Weil ich hier ein paar kleine Testvideos gemacht habe. Die werdet ihr demnächst auf diesem Kanal sehen. Ich werde euch dieses wunderschöne Zelt hier von Nature Hike vorstellen und auch diese wunderschöne aufblasbare Isomatte. Also bleibt gespannt, lasst ein Abo da und die Glocke nicht vergessen. Oh, es juckt aber auch, ne? Ja, also, ich weiß gar nicht, ob ihr es wusstet, aber ich hatte letztens so ein schönes Video gedreht über den Carinthia-Schlafsack. Ja, doch. Über den Carinthia-Schlafsack und ich blende euch hier mal einen kleinen Kommentar ein. Da ist jemand meine Penisgröße aufgefallen und ja, ich möchte an dieser Stelle nochmal betonen, dass ich doch keinen kleinen Penis habe und dass es nur in dieser Hose so aussah. Und ja, das wollte ich an dieser Stelle nur noch mal gesagt haben. Okay, und jetzt machen wir einen Schnitt. Oh. Hallo. So, das war natürlich nur ein Scherz, ihr kleinen Sperzbeutel. Das ist natürlich kein echter Penis und auch kein Sexspielzeug. Das ist ein Flaschenöffner aus Jamaika. Nur so. Ach ja, und das ist wunderbares Bier aus Thailand. Das beste Bier finde ich sogar aus Thailand. So. Für die Leute, die sich jetzt fragen, was soll das alles? Wie gesagt, ne? Ich hatte letztens meinen ersten schönen, echten Hater-Kommentar. Und ich muss sagen, ich habe drüber gelacht. Ich fand das sehr witzig. Aber
ich verstehe diese Internetkultur irgendwie nicht, habe ich so das Gefühl. Ich meine, was bringt es einem, soll einen Kommentar abzulassen? Also, keine Ahnung. Ich habe mich darüber noch lustig gemacht. Ich habe da meinen Spaß dran gehabt. Ich fand das okay. Aber an alle Nachahmer da draußen, ich habe da keine Lust mehr drauf, mich damit in Zukunft zu beschäftigen. Einfach, weil ich keine Zeit habe. Wie ihr wisst, ich bin sehr, sehr, sehr beschäftigt. Und mit womit sage ich eigentlich nicht. Nicht, weil es euch nichts angeht, sondern weil ich einfach so ein geheimnisvoller Mensch bin. Nee, ich muss einfach viel arbeiten und habe halt privat sehr viel um die Ohren. So mit Familie und so weiter. Also, ja, in Zukunft werde ich solche Kommentare ignorieren, löschen oder, ja. Also bis jetzt ist ja noch keine schlimme Beleidigung gekommen oder sowas, aber ja. Ich sag mal Prost auf all meine coolen Zuschauer, die mal nette Sachen oder die Videos schreiben. Auch ein Prost auf die Leute, die kritische Kommentare schreiben, freue ich mich auch mal sehr, weil ich kann Kritik annehmen, damit habe ich kein Problem. Nur mit stumpfen Beleidigungen habe ich halt ein Problem. Und ich finde es halt lustig, wie mir Leute in den Schritt gucken. Also Leute, ne, die mal die eigene Nase fassen. Cheers. So, wir haben es geschafft. Die Tour ist hinter uns und ich weiß nicht, ob es am Wetter lag, ob es an dem Moor lag mit dem doch sehr anspruchsvollen Terrain. Der Tacho zeigt hier nur 14.600 Schritte an, sagen wir gut 15.000. Also eigentlich nicht so viel, aber ich fühle mich wie erschossen. War auf jeden Fall sehr anstrengend und ich brauche jetzt dringend eine Dusche und ja, ich würde sagen, ab nach Hause ohne Pause und nicht vergessen, ne, liken, abonnieren, die Glocke drücken, Facebook gucken, Instagram und so weiter und so fort. Ne, ihr wisst Bescheid, guckt unten in die Beschreibung rein. Bis zum nächsten Mal und so weiter. Cheers. Das war's. Cheers.